Hi ihr Lieben und welcome back zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es ist heute endlich wieder soweit. Für uns geht es nach über 2 Monaten endlich wieder mal raus. Wir machen einen Tagesroadtrip und bevor ich euch erzähle, wo es hingeht, könnt ihr mir schon gerne mal einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. So unterstützt ihr uns und unseren Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Für uns geht es heute in den Norden der Insel und zwar befinden wir uns jetzt gerade am Crossing Point Kermia bei Nicosia. Wir haben jetzt gerade hinten die Passkontrolle auf der zypriotischen Seite gehabt. Da vorne haben wir jetzt nochmal eine Passkontrolle auf der türkischen Seite und was wir da beachten müssen oder ob wir was beachten müssen, das sage ich euch gleich. Das weiß ich nämlich selber noch nicht genau. Car insurance? Yes, sir. Hello. Yes, of course, it's my car. Wir haben es nun über die Grenze geschafft und was es zu beachten gilt, man muss eine mindestens einmonatige Kfz-Versicherung für 25 Euro bzw. 500 Lira abschließen. Das Ganze kann man schon im Vorhinein machen, bevor man zu diesem Grenzhäuschen kommt. Da blende ich euch gleich ein, wo ihr da genau hinfahren müsst. So könnt ihr nämlich einige Stehminuten und Warteminuten vermeiden. Noch zu beachten gilt, das Ganze wollen sie in Cash haben, also die nehmen keine Karte, aber es befindet sich auf der Grenze natürlich auch ein ATM und da könnt ihr das Ganze dann auch beheben. Und das Ganze sieht so aus, also eben wie gesagt einen Monat gültig. Für uns geht es jetzt weiter, wir schauen, wie lange wir jetzt zum nächsten Spot brauchen. Beim Ticketautomat bzw. bei der Ticketstelle, aber da ist niemand, also schauen wir einfach mal rein. Erster Spot für heute ist das St. Hilarion Castle, direkt an der Nordküste von Zypern. Und zwar seht ihr da hinter mir die ehemalige Hauptstadt, beziehungsweise eigentlich die aktuelle Hauptstadt auch noch. Früher hat sie Kyrenia geheißen, heute heißt sie Girne, genauso wie der ganze Bezirk. Das Schloss bzw. die Burg hier, die riesengroß ist, wurde im 10. 11. Jahrhundert erbaut. Es ist am Anfang ein bisschen eine Challenge dazu, genau den richtigen Weg zu finden. Es gibt so viele Ecken, wo man den wunderschönen Ausblick hat. Wir zeigen euch jetzt ganz ein bisschen was darüber und ja, let's go! Wir sind jetzt nach ein paar Stufen hier oben am höchsten Punkt des St. Hilarion Castles angekommen und ihr habt hier einen traumhaften Ausblick über die Küste bzw. hinunter zur Hauptstadt. Was noch dazu zu sagen ist, es ist sehr, sehr vom Vorteil, wenn man früh am Tag da ist. Also wir haben jetzt kurz nach 11 Uhr und langsam füllt sich das hier.
Ja, und was sich auch noch lohnt, früher da zu sein, oder warum es sich auch noch lohnt, früher da zu sein, ist, dann hat man beim Anstieg hier rauf noch etwas Schatten und das ist nicht so warm, weil es sind doch einige Stufen, die man hier zurücklegen muss, damit man hier heraufkommt. Aber es lohnt sich auf alle Fälle. Zum Schloss jetzt oder zur Burg jetzt noch dazu zu sagen, das Ganze befindet sich im Kyrenäergebirge und ursprünglich waren es drei Burgen, wobei diese hier am besten erhalten ist von alle. Die anderen blende ich euch dann im Laufe des Videos noch ein. Es sind heute tatsächlich sehr viele deutsche Reisegruppen hier und ich werde jetzt hier noch ein bisschen mich umschauen, was es hier alles noch so zu sehen gibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann unten wieder. So, das ist jetzt wirklich der höchste Punkt hier vom ganzen Schloss. Es ist atemberaubend schön. Man hat hier einen 360-Grad-Blick über die Küste, hier Richtung Nordwesten, über das Kyrenäergebirge. Wunderschön. Und ihr solltet euch auf alle Fälle, wenn ihr da seid, mindestens eine Stunde Zeit nehmen. Das Gebiet ist nämlich so, so weitläufig. Ich zeige euch mal das. Da unten steht unser Auto. Und dann muss man den ganzen Weg hier rund um den Felsen rum. Wir sind jetzt wieder herunten hier am Parkplatz. Also Eintritt gibt es keinen, so wie es aussieht. Das war auch jetzt niemand hier. Und ich muss sagen, das war mit Abstand bisher das genialste Gebäude, das wir hier auf der Insel gesehen haben. Das ist absolut sehenswert hier. Und jetzt schauen wir mal, wo wir den nächsten kleinen Platz finden. Wir werden uns jetzt dann einen kleinen Snack genehmigen und wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde weitergefahren vom St. Hilarius Castle und hinter mir die höchste Erhebung im Pentadoctylus-Gebirge befindet sich die Burg Bufavento auf ca. 920 Metern Seehöhe. Diese Burg ist die mittlere der drei Burgen hier an der Nordküste und ist auch die im am schlechtesten Zustand. Die Zufahrt dorthin soll sich sehr, sehr schwierig gestalten laut der Google-Rezensionen und das ist auch am Parkplatz dort. Von dort weg geht dann ein steiler Wanderweg, der ungefähr 40 Gehminuten dauert, bis man dann wirklich an der Burg ist. Wir werden jetzt am Nordufer weiterfahren Richtung Osten der Insel und schauen, was uns da alles so erwartet. Wir sind gespannt. Hey Leute, das auch mal ein paar Worte von mir kommen zum heutigen Video. Wir sind jetzt schon fast 4 Stunden unterwegs. Wir sind jetzt die komplette Nordküste, noch nicht ganz, aber fast entlang gefahren. Also die ersten Impressions, es ist wunderschön hier. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es wirklich so schön ist. Was mir auch aufgefallen ist in Girne, sehr viele Kryptoläden, wo man Krypto kaufen und verkaufen kann. Für mich als alten Krypto-Nerd ist das natürlich sofort ins Auge gestochen. Und es ist wirklich eine wunderschöne Region hier. Wir fahren jetzt noch weiter Richtung
Halbinsel. Ich weiß jetzt nicht mal, wie die heißt. Die Christina wird euch das dann sicher gleich einmal sagen. Und dann geht es wieder so runter auf die Südseite. Wir sind jetzt angekommen in der Region Kaplizia. Und zwar ist es auf der gleichen Höhe wie die Burg Kantara. Das ist jetzt die dritte Burg, die wir bis heute erklärt haben in diesem Video. Man kann hier natürlich rauffahren. Von hier ungefähr 20 Minuten mit dem Auto. Auf der rechten Seite von mir befindet sich ein total liebes Café. Allerdings haben wir unsere Snacks schon im Auto genossen. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Mittlerweile hat es draußen angefangen zu regnen und wir sind jetzt am Ende der Gebirgskette angelangt. Also nach der Region Kaplizia ist wirklich so gut wie gar nichts mehr. Also keine Häuser, keine Hotels, nichts mehr. Einfach nur wunderschöne Landschaft und der Rest der Halbinsel ist auch komplett flach. Also da gibt es dann keine hohen Berge mehr. By the way, das Ganze heißt Dipkabats. Das ist eine coole Ergänzung zu einem Roadtrip wie diesen. Allerdings muss man sich da 4 bis 5 Stunden mehr einplanen. Es soll noch super schöne Sachen zu sehen geben dort draußen. Wir machen das heute nicht. Wir fahren jetzt straight on wieder an die Ostküste. Da haben wir noch 1, 2 coole Sachen auf unserer Liste, die wir euch zeigen wollen. Angekommen an unserem nächsten Spot und zwar der Salamis Ancient City. Diese Stadt soll ursprünglich mal die Hauptstadt von Zypern gewesen sein und soll schon um die Zeit 1100 vor Christus existiert haben. Der Großteil der Stadt liegt anscheinend immer noch unter Sand begraben. Einige Dinge haben sie natürlich schon ausgegraben und die werden wir euch jetzt ein bisschen zeigen. Wir müssen uns selbst erst ein bisschen orientieren, aber wir werden euch das definitiv im Video einblenden. Also, let's go, kommt mit und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Jetzt aufs ehemalige römische Amphitheater raufgehüpft. Das ist so ein wunderschöner Ausblick hier. Das ist, by the way, so ziemlich die bekannteste und am besten erhaltenste Area hier von dieser Großstadt, sage ich mal. Das ganze Gebiet erstreckt sich nämlich über 3 Quadratkilometer ins Landesinnere. Es ist, wie gesagt, vieles noch nicht ausgegraben und man braucht Minimum eine Stunde, bis man hier so ziemlich alles durch hat. Was noch dazu zu sagen ist, die beste Zeit, um das hier anzusehen, ist tatsächlich entweder der Frühjahr, also ab März, April, Mai bis Anfang Juni oder eben jetzt im Anfang, Mitte, Ende Oktober bis in den November hinein, denn es ist jetzt, wie ihr hinten sehen könnt, eben nach dem ersten Regen hier schon etwas grün und das macht den Kontrast hier nochmal viel schöner für Fotos und auch so die ganze Stimmung etwas besser. Wir machen uns jetzt auf zu unserem nächsten Spot. Wir sind sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Wir waren nämlich selbst eben, wie gesagt, noch nie dort. Freut euch drauf und wir sehen uns gleich.
Wir sind jetzt hier an unserer letzten Station für heute angelangt. Und zwar sind wir hier in Varosha oder Varosia genannt. Wie man schon sieht hier, es ist eine Geisterstadt. Und zwar seit 1974, muss man sich vorstellen, ist das Ganze hier militärisches Sperrgebiet und gehört aber auch erst seit 1983 zur Nordseite von Zypern. Und wie gesagt, seitdem ist es auch eine Geisterstadt. Das Komische ist, dass 2019 angekündigt wurde, diesen Ort hier wieder zu eröffnen. Und der wurde auch dann tatsächlich 2020 wieder aufgemacht. Man kann hier durchspazieren, man kann sich auch Fahrräder ausborgen. Aber wie gesagt, alles tot hier. Also sämtliche Gebäude, die sind kurz vorm Zerfall. Man darf auch nicht reingehen. Es ist wirklich interessant, das mal zu sehen, was hier einfach passiert, wenn 50 Jahre lang nichts passiert in einer Stadt, wie alles zerfällt. Wir haben es nun wieder nach Hause geschafft. Es war ein langer Tag heute. Wir waren jetzt ja knapp 10 Stunden unterwegs, sind 280 Kilometer mit dem Auto gefahren und es war wirklich ein wunderschöner Tag. Also kann ich absolut nur empfehlen. Was ich aber absolut nicht empfehlen kann, das ist, dass man so naiv ist wie wir heute und ohne uns vorher zu informieren mit unserem Hund über die Grenze gefahren sind. Wir haben uns eigentlich nichts dabei gedacht. Wir sind mit der Mana quer durch Europa, also innerhalb der EU, schon sehr oft gereist und uns hat dann heute ein Mann angesprochen und gefragt, ob wir eben auch aus dem Süden kommen und wie es so kommt, dass wir unseren Hund mitgebracht haben. Wir haben uns wirklich nichts dabei gedacht. Er hat gesagt, das ist eigentlich nicht erlaubt und ja, jetzt wo wir dann am Rückweg waren und über die Grenze gefahren sind, hat die Christine ein bisschen gegoogelt und das ist tatsächlich so, dass auf der nördlichen Seite von Zypern sehr, sehr strenge Gesetze haben und die Einfuhr von Tieren verboten ist, beziehungsweise wenn man Tiere einführt, dann müssen die auch in Quarantäne. Und wir hatten eigentlich wahnsinniges Glück. Es hat uns niemand kontrolliert beim Hineinfahren, auch beim Zurück über die Grenze hat uns niemand kontrolliert. Wir sind einfach drüber gefahren, aber würden wir jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr machen. Also ihr habt jetzt quasi unseren Hund auch im Video gesehen, aber ich würde euch empfehlen, solltet ihr mit dem Hund auf der Südseite von Zypern sein und auf die Nordseite fahren wollen, dann lasst euren Hund bitte zu Hause. Ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dem heutigen Video. Wenn euch solcher Content gefallen hat, speziell von der Nordseite, schreibt uns das gerne in die Kommentare rein. Dann machen wir auch gerne weitere Videos zu diesem Thema. Lasst uns gerne ein Abo da. Wir sind jetzt schon kurz davor, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Würde uns freuen, wenn wir das bald schaffen würden. Lasst uns auch noch gerne ein Like da und aktiviert die Glocke, sodass ihr keines unserer zukünftigen Videos mehr verpasst. In diesem Sinne alles Gute und bis nächste Woche.